Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Legenden Arceus. Letztes Mal haben wir das Urerz, oder besser gesagt den Urball besorgt. Und jetzt müssen wir diesen Urball in einen Ur-Pokémon reinwerfen, nur um der Urzeit nachzuhelfen. Habe ich nicht tolle Witze drauf? Was möchtest du denn jetzt von mir? Die Kogita schon wieder. Das bin ich. Ich bin immer bereit für einen Kampf. Okay. Hoffentlich. Wir müssen jetzt im Sinnoh-Tempel und die Alga fangen. Ich frage mich halt wirklich, ob man den Urball jetzt einfach werfen kann oder ob ich die Alga so bekämpfen muss. Es ist immer die richtige Zeit dafür, wenn die haben. Zeit für den Einkaufsbummel. Wenn die Welt kaputt ist, dann kann man nicht mehr Einkaufsbummel machen. So, wir wollen natürlich zur Gipfelbasis. Ich speichere kurz vor dem Kampf nochmal ab. Ich will einfach wissen, ob ich den Uber instant werfen kann. Oder ob ich eventuell dazu gezwungen bin, ob ich ihn mit dem Hyperball eventuell auch fangen könnte. Weil dann würde ich mir den Urball tatsächlich sogar noch aufheben. Immer hält mich dieser scheiß Illewoltek ab. Das war nötig. Hallo, Bolo. Was hast du jetzt schon wieder vor? Na gut, Bolo, wenn du meinst. Was verkaufst du mir denn? Oh, Top-Beleber, wenn ich sie nur leisten könnte. Aber ich finde es nett, dass ich noch mal ein paar Eisenbrocken kriege. So, einen Moment, Leute. Ich speichere eben kurz. So, hab abgespeichert. Zeit für den Kampf. Palkia ist bereit. Ich bin bereit. Ich habe meine Aufgabe dann noch nicht gefunden. Endlich verstehen die sich. Schütze Raum und Zeit. Der richtige Spaß kommt aber, glaube ich, noch. Ach, die Alga. Ich glaube, der Hyperball wird nicht funktionieren.
Was ist mit dem Hyperball passiert, um Gottes Willen? Danke, Palkia! Okay, Ultra die Alga. Die Alga macht einen auf Arceus. Ja, natürlich. Ich kann die Alga offenbar nicht fangen. Zumindest nicht so. Boah, die Musik ist aber richtig geil. Es kämpft halt mit Meteoren gegen mich. Ich habe nicht bemerkt, dass da ein Meteor angeflogen kommt, tatsächlich. Das machst du wunderbar, Shining. Nächster Treffer und ich bin weg. Ich habe ein Problem. Ich habe keine Fläche zum Ausweichen. Wirklich kämpfen will ich ja nicht, ne? Aua. Wir wissen ja, dass man da weitermachen kann, wo man schon war, ne? Leiste übernehmen. Ich muss ganz von vorne, stimmt's? Nee, halb! Ich hab ihn halb live. Man könnte das so als einen Cheat ansehen. Nicht komplett nah dran stehen. Eventuell macht er diese Welle. Ich glaube, nach dem dritten Meteor macht er die Welle. Die mich umgenietet hatte. Nee, nach dem vierten, oder? Da ist sie. Aua. Aua. Ich bin in die falsche Richtung gehüpft. Böse, die Alga, böse. Die Algen-Gakios. Könnt ihr die auch nehmen? Eine Fusion aus die Alga und Arceus. Lass das. Lass mich doch wenigstens aufstehen. Ich durfte aber auch keiner meine Pokémons nutzen, ne? Ah, man ist gezwungen, den so zu fangen, okay. Geiger, du gehörst mir! Ein cooler Ball. Er ist heilig. Ich hab eure Götter gefangen! Jetzt dürft ihr mich vergöttern. Das war ein Krampf. Ja, ich hab's wirklich gefangen. Ich bin halt allmächtig.
Ihr gehört eure Götter! Erstmal die anderen verbringen, um zu gucken, ob man träumt. Ja! Natürlich! Ja, stimmt! Aber sollte denn nicht eigentlich wütend auf mich sein, dass mir jetzt eure Götter gehören und sie jetzt so gesehen meine Diener sind? Das war's doch noch nicht. Man redet zu mir. Ich dachte, ich mach mich mal weg. Jawollo! Spiel ist durchgespielt. Ja. Es hat so lange gedauert, ne? Aber das Spiel ist durch. Es war ein sehr tolles Spiel. Also bisher eins meiner Top 5 Pokémon-Spiele, würde ich jetzt sagen. Also ich finde auf jeden Fall, die Art des Spiels ist auf jeden Fall sehr originell, dass es eine Open World war und man halt so gespielt hat, dass man nicht durchgehend hier irgendeinem Pokémon-Trainer bekämpfen musste, finde ich vor allen Dingen richtig toll. Halt ab und zu die da, aber das war es dann auch schon, dass die Pokémon-Kämpfer gegen Pokémon-Trainer halt wirklich minimal waren und eher mehr gegen Wilde sind. Vor allem finde ich das Pokédex-System hier auch viel cooler als im alten, dass man da auch so Aufgaben erledigen muss. Naja, den Aftergame-Content habe ich jetzt nicht vor aufzunehmen. Ich würde das dann jetzt hier beenden, das Projekt. Ich weiß, es gibt noch Arceus, den kann man wahrscheinlich auch irgendwie fangen, aber das lassen wir mal. Weil Aftergame-Content zieht sich meistens sehr, sehr lange und ich habe jetzt nicht vor, aus diesem Projekt hier noch 20 weitere Folgen rauszuprügeln. Also hoffe ich halt, dass das Projekt euch gefallen hat. Ich verabschiede mich jetzt hier mal an der Stelle und lasse jetzt mal das Auto laufen. Bis dann.
So, hier melde ich mich dann auch noch mal. Man soll allen Pokémon begegnen. Das Gegenstück habe ich ja jetzt abgeschlossen. Ich will jetzt einfach nur gucken, was jetzt hier noch danach jetzt eben schnell noch kommt. Na, Lumius, das war eine tolle Party, ne? Müssen den Pokédex noch vervollständigen. Ich will einfach nur gucken, was jetzt kurz nach den Feierlichkeiten noch kommt. Also ich werde jetzt nicht großartig noch was machen. Aber das ist halt eine Geschichte, die muss getan werden. Natürlich hatte ich Spaß auf dem Fest. Ja, der Pokédex ist noch nicht voll. Und das ist halt dieser Aftergame-Content, den ich jetzt meinte. Er hat öfter mal blau gemacht. Jetzt könnte ich halt legendäre Pokémons fangen, ne? Ja, und das werde ich jetzt nicht machen. Da warte ich jetzt eure Kommentare ab. Vorher fasse ich das Spiel nicht an. Aber vom Prinzip her würde ich gerne sagen, dass wir hier jetzt wirklich das Projekt beenden, weil das wäre jetzt nur Aftergame-Content, wo ich hier legendäre Pokémon-Jagd mache, wie wahrscheinlich auf Zelfe, Tobot, Vesprit. Und eventuell am ganzen Ende sogar noch Arceus. Und das wären halt wirklich bestimmt noch so 20 Folgen, die dann noch kämen. Da hätte ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Das würde ich dann lieber privat spielen. Deswegen sage ich dann hier jetzt an der Stelle wirklich nochmal ciao, bis dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Projekt. Ich hatte es auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.